hallo, ich bin Gunnar, ihr könnt mich alle hören, das ist super. Vielen Dank den Videoleuten, ich kam hier an und habe gefragt, ich habe ein Tablet mit, ihr könnt doch irgendwie alles, oder? Ja, und ja, es klappt, fantastisch. Gut, heute Thema Stromtankstellen, so sieht sowas aus. Ich habe da nebenbei noch ein paar Zahlen hingeschrieben. Ich komme vom Land, aus Husum, das ist kurz vor der dänischen Grenze. Das ist die Region, wo häufig getakteter ÖPNV, sowas heißt wie 4 bis 5 Busse am Tag, keine S-Bahn alle 5 Minuten. Das ist das Land, in dem man halt Auto fahren muss. Nützt nun mal nichts. In diesem Nordfriesland sind wir eigentlich ganz gut. Ja, die Zahlen zeigen das schon. Das Ziel der Bundesregierung hat noch keiner erreicht, aber wir sind immerhin schon halb da. Alles Folgende, das ist jetzt wichtig. Aus einer Stromtankstelle kommt Strom, und zwar sehr viel davon. Keine Ahnung, Finger weg. Ich habe Fotos mitgebracht. Da kommen jetzt die Publikumsfragen. Wer hat denn schon mal eine Stromtankstelle benutzt, um sein Auto aufzuladen? Das sind mehr als in anderen Gremien und Sitzungen und Kongressen. Herzlichen Glückwunsch dazu, aber es sind nicht 100%, also erklären wir das noch mal ein bisschen. Und die Fotos dienen dazu, dass man mal sieht, wie kann sowas überhaupt aussehen. Es gibt zum Beispiel Städte, so wie Berlin, die haben gesagt, Stromtankstellen müssen mausgrau sein, damit man sie besonders schlecht erkennt. Um dem ein bisschen vorzubeugen, gibt es viele Bilder. Hier noch mal aufgeschrieben, was kann eigentlich passieren, wenn man einen Fehler macht. Und was kann anderen passieren, wenn man einen Fehler macht? Ich rufe hier jetzt ja dazu auf, mit Stromtankstellen lustige, spannende Sachen zu tun. Nehmt den Leuten nicht die Mobilität. Das wäre ganz gut. Mobilität ist ungefähr so wichtig wie Internet. Mehr oder weniger wichtig als Internet, da kann man drüber diskutieren. Diese drei Grundregeln, analog zu den Roboterregeln von Herrn Asimov, habe ich mal aufgestellt. Haltet euch dran. Danke. Es gibt 5 kleine Themenpunkte. Ganz kurz, wie ist eigentlich so ein E-Fahrzeug aufgebaut? Dann machen wir Wechsel- und Gleichstromladung und zum Schluss noch, wie kann man das Ganze bezahlen? So sieht ein Elektroauto aus. Wie entsteht ein Elektroauto? Man nimmt ein Verbrennerauto, baut alle sich bewegenden, komplizierten Teile aus und einen Elektromotor ein. Elektromotor? Das ist ganz spannend, denn ein Elektromotor besteht in der Regel aus genau einem sich beweglichen Teil, nämlich dem Rotor, gelagert mit 2 Kugellagern. Ein ganz wichtiger Teil fällt weg, das Schaltgetriebe ist im Elektroauto nicht mehr notwendig. Das ist für den Nutzer sehr attraktiv, denn es geht niemals mehr kaputt, da ist kein Öl mehr drin und auch eine ganze Reihe anderer Teile, die ständig kaputt gehen, sind da nicht drin. Keine Zylinderkopfdeckel, keine Kurbelwelle, kein Auspuff, der wegrostet, haben wir alles nicht. Elektromotoren sind weitgehend wartungsfrei. Das Teil, was ich jetzt Glider beschrieben habe, so nennt die Automobilindustrie alles, was zum Auto gehört, aber nicht dem Antrieb dient. Lenkung, Karosserie, Fenster, Scheiben, Sitze, all dieses Zeugs. Und dann ganz wichtig natürlich die Batterie. Hier ist eine in der Realität, in einem Tesla S zum Beispiel, sind abertausende Batteriezellen eingebaut. Der Motor, ganz kurz nur, in der Regel sind es Drehstrom-Asynchronmotoren, ein bewegliches Teil, keine Bürsten, kein Verschleiß. Es gibt Ausnahmen, wer ein Elektroauto kaufen möchte und das jault auffällig, dann ist da ein Gleichstrommotor drin, kauft es nicht, der geht relativ schnell kaputt. Akkus, kurzes Wort zu Akkus. Bleiakkus sind immer noch ein Thema. Die sind nämlich schön billig und jeder kann sie zu Hause auswechseln. Nickel-Cadmium-Akkus, darüber möchten wir bitte den Mantel der Geschichte legen. Im Toyota Prius sind immer noch Nickel-Metallhydrid-Akkus drin, eine Technik von früher. Und ganz spannend, wer schon mal von der Zebra-Batterie gehört hat, die basiert auf geschmolzenem Salz. Der Akku muss tatsächlich auf 200 bis 300 Grad aufgeheizt werden, sonst geht er nicht. Es gibt ein Auto, das das einsetzt, das ist der SingCity. Ansonsten werden Zebra-Batterien mit der Salzschmelze in militärischen Torpedos verwendet.
Der Standard im Markt, das ist auch gut so, sind Lithium-Ionen-Akkus. Da steht jetzt verschiedene Varianten. Es gibt verschiedene Zellchemien von Lithium-Ionen-Akkus, die sich ein bisschen in der Zellspannung und einigen anderen Eigenschaften unterscheiden. Darauf gehen wir heute nicht so sehr ein. Wichtig zu wissen für zu Hause, die Ladeschlussspannung hängt von der genauen Zellchemie ab. Ins Datenblatt gucken. So kann sowas aussehen. Ich wollte jetzt nicht den Akku in meinem Auto nochmal aufschrauben, das ist nämlich auch ein bisschen gefährlich. Das ist jetzt der Akku aus einem E-Bike. Da kann man erkennen, das sind Lithium-Ionen-Zellen vom Bauart Typ 18650, das beschreibt Länge und Durchmesser. Im Elektroauto sieht das genauso aus, nur viel, viel größer. Ganz einfache Technik. Wie kann ich so einen Akku aufladen? Da gibt es ein Ladeverfahren namens CCCV, Constant Current, Constant Voltage. Das ist in drei Schritten auch ganz einfach beschrieben. Zuerst schließe ich den gesamten Akku, alle 1000 Zellen in Reihe und parallel geschaltet, an eine Konstantstromquelle an. So viel Strom, wie ich reindrücken kann, wie mein Netzanschluss hergibt. Irgendwann ist die Ladeschlussspannung erreicht. An dieser Stelle wird von Konstantstrom auf konstante Spannung umgestellt. Üblicherweise hält man die Konstantspannung so lange, bis der Strom auf 1/10 C gesunken ist. Was ist C? C beschreibt die Aufladerate. Die Akkukapazität wird in Amperestunden gemessen. Wenn ich einen 10 Amperestunden Akku mit 10 Ampere auflade, dauert also genau eine Stunde, dann ist das 1 C. 1/10 C ist dann also 1 Ampere. Im dritten Schritt, bei sehr großen Akkus, wie das in Autos üblich ist, gibt es dann das Batteriemanagementsystem. Alle Zellen sind ein bisschen unterschiedlich und das ist auf Dauer nicht gut. Deswegen wird in hochwertigen und großen Akkus ganz am Schluss jede einzelne Zelle aufs gleiche Spannungsniveau gesetzt. Was ist die einfachste Methode, um nun so einen Akku aufzuladen? Labornetzgeräte kaufen mit Strombegrenzung und Spannungseinstellung in Serie schalten, bis Ladeschlussspannung erreicht. Das machen einige Umrüster in Schleswig-Holstein mit ihren alten E-Golfs so. Billiger geht's nicht. Finde die Ladestation. In heute marktgängigen Autos sind 20 bis 30 Kilowattstunden verbaut. Daraus kann man jetzt schließen, wie groß ist die Aufladeleistung. Wir reden hier nicht über 80 Watt, die so ein Laptop zum Akkuladen braucht, sondern über Kilowatt, also viele Kilowatt. Es gibt eine Faustregel, wenn die Akkuladung eine Stunde oder kürzer als das dauert, geht man davon aus, dass eine Zellschädigung beginnt. Aktuelle Forschungen und so erste Testergebnisse sagen, das scheint gar nicht so unbedingt zu sein. Es gibt inzwischen eine Reihe an Elektroautos, die seit einigen Jahren ausschließlich schnell geladen werden in 30 Minuten. Die Zellschädigung ist wohl gar nicht so groß, wie man früher befürchtet hat. Schneller als eine Stunde aufladen ist aber ja toll, also ein Ziel, das man erreichen sollte, dazu gleich. Wo lade ich denn so ein Auto? Zu Hause, auf dem Land. Klar, Steckdose. Das sind Schätzwerte, die aus der Elektroautoszene so kommen. Ob das alles so stimmt in der Realität, weiß man nicht. Wo möchte ich noch laden, wenn ich mal mit dem E-Auto eine größere Strecke fahre? Der Deutsche fährt im Durchschnitt 42 Kilometer am Tag. Da reicht eine Akkuladung über 3 Tage, brauche ich nicht schnell laden. Aber für den Besuch bei Oma in Kassel, da muss ich unterwegs mal laden. Das soll gerne schnell gehen. Zum Beispiel so lang wie ein Kaffee und einmal auf die Toilette. Wenn ich am Ziel angekommen bin, braucht es nicht schnell gehen. Finde die Ladestation. Das ist tatsächlich eine Stromtankstelle an Bord einer Fähre. Jetzt gibt es ein Problem. Will ich den Akku schnell voll machen, brauche ich ein Ladegerät und zwar ein sehr leistungsfähiges Ladegerät. Solche Ladegeräte sind schwer und teuer. Erste Option, ich baue dieses große, schwere Ladegerät ins Auto ein. Das Auto wird also teuer und schwer. Aber ich kann überall, wo ich Wechselstrom in hoher Leistung bekomme, das ist in Europa praktisch überall, in den USA oder Japan sieht das anders aus, von Afrika nicht zu schweigen, kann ich das Auto schnell laden. Zum Beispiel würde das auch hier in diesem Gebäude gehen, hier gibt es genug Starkstrom. Allerdings ist das Auto dann teuer, das finden viele Leute nicht gut. Deswegen kommt der Großteil der Autoindustrie auf die Idee, dieses Ladegerät nicht ins Auto einzubauen, sondern auf die Straße.
in einer Art Tankstelle und dann tatsächlich den Akku mit Gleichstrom zu laden. Das ist interessant, ich brauche dann insgesamt weniger Ladegeräte, weil die sich von vielen Leuten geteilt werden können. Leider kostet aber so eine Schnellstromtankstelle mit allen Baukosten 40.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Deswegen gibt es davon viel zu wenige. Völlig absurd wird es dann so. Dieses da, das muss man sich vorstellen als so ein Kasten, der ist ungefähr Koffer groß. Auf der einen Seite kann ich Wechselstrom reintun, auf der anderen Seite rechts kommt Gleichstrom raus. Das brauchen Leute, die ein Auto gekauft haben ohne schnelles Ladegerät, die aber unterwegs mal schnell laden wollen. Dieses Ding kostet 16.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Das ist also keine gute Alternative. Hier habe ich nochmal aufgeschrieben, das ist zum Nachlesen, was für Ladeleistungen können übliche Autos überhaupt aufnehmen? In der Regel mit Wechselstrom 3-7 Kilowatt. Das ist also langsam. Das ist die schönste Stromtankstelle, zu der man fahren kann mit Rastplatz. Das ist ja nun der Stecker für die Wechselstromladung. Hier, hinterher angucken. Da sind, das kann man jetzt sehen, 7 Pins drin. 5 davon sind ein ganz normaler, gewöhnlicher Drehstromanschluss ans europäische Verbundnetz. 3 Phasen, ein Schutzleiter, ein Sternpunkt. Die beiden anderen sind Datenleitungen. Was kann man nun damit machen? Da kommt Strom raus. Dieses Foto ist von vorhin. Warum nicht einfach mal das Handy in der Stadt aufladen? Auf das Problem, das hatte doch jeder schon mal. Ich muss mal schnell irgendwo anrufen. Hamburger Stromtankstellen haben auch eine Schoko-Steckdose, deswegen kann man da einfach sein Ladegerät einstecken. Jetzt gibt es ein Problem, das kann man nicht immer. Das ist die Schaltung, wenn man nur den anderen Typ-2-Anschluss hat. Das Datenprotokoll ist super, super simpel. Links sieht man die 7 Pins aus dem Typ-2-Stecker. Man braucht eine Diode, 2 Widerstände und einen Schalter. Die Werte habe ich da aufgeschrieben. Wenn man das in der richtigen Reihenfolge bedient, kommt Strom. Das sieht dann so aus. Ja, man kann tatsächlich während der Ladepause sich einen Tee kochen, wer genau hinguckt. Ja, das Wasser dampft auch und links unten steht ein Freifunkrouter, die LEDs leuchten. Das Fahrzeug wird nebenbei auch noch geladen. Bei heute marktüblichen Fahrzeugen ist ein Ladekabel dabei. Da ist der Widerstand R2 im Stecker eingebaut. Das sieht man, das ist der unterste. Der ist nicht durchgeführt. Und die Leitung CP, das ist die zweitunterste mit der Diode, ist tatsächlich durch das Kabel bis zum Auto geführt, sodass das Auto bestimmen kann, ob und wann geladen wird. Wir müssen da nochmal drauf gucken. R2 sagt, das ist wichtig, denn dieses Datenprotokoll ist für Otto-Normalverbraucher. R2 sagt, wie viel Strom kann dieses Kabel ab? Deswegen ist R2 im Kabel. Das Gesamtsystem aus Stromtankstelle, Auto und Kabel darf maximal mit so und so viel Ampere belastet werden. Dieses Protokoll stellt sicher, das Auto weiß sowieso, wie viel Strom es maximal verträgt. Das Kabel signalisiert über diesen Widerstand, wie viel Strom das Kabel verträgt und was die Station signalisiert, das zeige ich gleich. Die Station sendet ein pulsweitenmoduliertes Signal aus, das ist immer 1 Kilohertz. Die Pulsweite sagt, wie viel Strom das Auto bitte jetzt maximal aus der Station aufnehmen darf. Damit kann man wolkengesteuert laden. Was ist wolkengesteuert laden? Wer hat hier vielleicht eine Photovoltaikanlage auf dem Dach? Genau, das sind auch ein paar. Immer wenn die Wolke kommt, sinkt der Ertrag der Photovoltaikanlage und mit diesem Protokoll kann man dem Auto sagen, jo, da ist eine Wolke, bitte mal jetzt nicht so viel Strom nehmen. Ich habe da rechts Stufen aufgeschrieben. Tatsächlich ist das ein linearer Zusammenhang. Man kann hier stufenlos einstellen im Sekundentakt. Wer richtig Vehicle-to-Grid machen möchte mit Ladefahrplänen und Laden über Nacht und Ähnlichem, für den gibt es hier eine schöne ISO-Norm, die ich leider nicht gelesen habe. Sie ist nämlich sehr, sehr umfangreich und ein Open-Source-Projekt.
Das ist noch so ein bisschen was aus der Praxis. Man konnte sehen vorhin, es gibt verschiedene Statusse, nämlich Stecker eingesteckt, dann passiert überhaupt nichts. Dann kann man bei den ersten Widerstand einschalten, dann signalisiert man, das Fahrzeug ist jetzt da. Und dann kann man auch noch mit einem zweiten Widerstand sagen, so, ich möchte bitte auch Strom. Warum ist das wichtig? Der Zustand, das Fahrzeug ist jetzt da, verriegelt den Stecker in der Station, damit kleine Kinder ihn nicht rausziehen können. Dafür ist dieser Zustand. Erfahrungsgemäß kann der Zustand Fahrzeug bereit übersprungen werden und man kann gleich sagen, bitte laden. Es gibt aber Stationen, hier sind zwei Hersteller aufgeschrieben, bei denen geht das nicht. Man kann über dieses Kabel auch eine Fahrzeugkennung übermitteln. Dann kann sich das Auto in der Station anmelden und sagen, wem die Rechnung zu schicken ist. Schade, dass der offene Standard von niemand angewendet wird. Man kann über diesen Typ 2 Stecker, es gibt für die Station Open Hardware, ich habe 2 aufgeschrieben, die Open EVSE, eine Entwicklung aus Amerika mit Digitaltechnik. Das Ganze geht sogar komplett ohne Prozessoren und alles mit reiner Analogtechnik, kann man selber bauen, ist nicht besonders schwer. Es gibt eine Methode, mit dem Typ 2 Stecker Gleichstromladung zu machen, schade nur, dass das keiner macht. Normgerecht. Es gibt eine Methode, die ist nicht normgerecht, hat noch keiner nachgeforscht, das ist Tesla. Tesla macht es wie Microsoft, den Typ-2-Stecker nehmen und irgendwas anderes tun. Und der Stecker ist teuer. So ein Stecker kostet 100 Euro. Ich hätte da gerne mal eine Lösung für, kann das nicht jemand aus dem Publikum billiger? Die Open EVSE, für die nachbauen, sie kommt aus den USA, tut mir einen Gefallen, baut einen FI-Schalter Typ B mit ein. Der FI-Schalter in der Station erfüllt europäische Rahmenbedingungen nicht. Jetzt machen wir Gleichstromladung. Das ist ein Tesla Supercharger, so sieht das aus. Bitte einmal die Gedankenwelt im Kopf komplett umstellen. In dem Häuschen, das da hinten drin ist, befinden sich ein Trafo mit Anschluss ans Mittelspannungsnetz und Gleichrichter. Das Ding, wo Tesla draufsteht, ist nur ein Plastikhäuschen mit einem Kabelständer. Was passiert dort? Die Gleichstromladeanschlüsse im Auto sind eigentlich ein direkter Anschluss an die Batterie. Das ist doch spannend. Und zusätzlich Datenleitungen. Das Auto sagt der Station, hier ist meine Batterie, bitte so viel Strom, so viel Spannung und anschließend gibt das Auto die Kontrolle praktisch ab. Da stelle ich mir doch vor, hey, so eine Station, die könnte die Batterie zum Platzen bringen oder irgendwas damit machen. Was gibt es dann noch? Man hat ja Zugriff auf die Batteriepole, da liegt 400 Volt Gleichspannung an, typischerweise. Damit kann man ja was machen. Für einige Autos gibt es dafür auch fertige Produkte. Fürs Picknick, fürs Haus, für ein Wohnmobil. Und habe ich noch nicht intensiv drüber nachgedacht, es stehen also jetzt in deutschen Städten hochleistungsfähige Gleichstromquellen zur Verfügung. Kann man damit nicht Elektrochemie machen? Dinge versilbern? So sieht das dann aus. Das ist der CHAdeMO-Stecker. CHAdeMO, japanisch, heißt so ungefähr so viel wie Zeit für ein Tässchen Tee. So lange dauert nämlich die Ladung. 2 hochleistungsfähige Pole für den Strom und ein paar Datenleitungen. Eine davon ist tatsächlich ein CAN-Bus. Mir sagt das nichts, aber ich glaube einigen im Publikum wahrscheinlich schon. Dieses Protokoll kann Leistungen bis 125 Kilowatt übertragen. Üblich sind 50 Kilowatt. Es gibt jetzt ein Auto, das kann auch mehr. Auch den Stecker kann man kaufen. Der kostet leider über 1000 US-Dollar. Schade. Bei eMotorworks hat man schon mal ein 3D-Modell gebaut und den schon mal gedruckt. Das ist schon mal sehr gut. Was fehlt im CHAdeMO-Ökosystem? Es fehlt ein Gerät, mit dem man an den Batterieinhalt seines Autos kommt. Es gibt so ein Gerät schon, das kann man kaufen bei einer Firma aus Hamburg. Das kostet leider so viel wie eine Batterie mit 10 Kilowattstunden, sodass das Ganze eigentlich sinnlos ist. Das muss doch billiger gehen. Es fehlen Buchsen, damit ich Eigenbaufahrzeuge umrüsten kann. Und auch das Gegenstück für das Fahrzeug. Das kann eigentlich nicht so schwer sein. Dann gibt es bei eMotorworks aus den USA tatsächlich auch Ladegeräte und eine CHAdeMO-Adapterplatine. Zusammen ist das eine CHAdeMO-Ladestation für ungefähr 4000 Dollar. Ich habe darauf geschrieben, mir ist in Europa noch keins untergekommen. Sie sind inzwischen technisch so, dass sie mit europäischem Drehstrom funktionieren. Es scheint Lieferschwierigkeiten zu geben, es scheint aber, naja, das Geld ist bezahlt worden. Wer das CHAdeMO-Protokoll sich angucken will, hier kann man es kaufen, 160 Dollar im
Shop der japanischen Normungsorganisation. Das ist der andere Gleichstromladestandard, der heißt CCS, Combined Charging System, da sieht man, der sieht aus wie dieser Typ-2-Stecker, nur fehlen die wichtigen Teile. Stattdessen gibt es Hochspannungs-Gleichstrom-Ladepins dazu. Eine Erfindung deutscher Ingenieure. Weil es gab ja eigentlich schon ein Gleichstromladesystem, CHAdeMO, und es gäbe auch Gleichstromladung über den Typ-2-Stecker. Auf meine Frage, warum man das erfunden hat, kriege ich so Antworten wie, naja, damit man nur eine Buchse für Gleichstrom- und Wechselstromladung im Auto hat, aber so blöd sind Autofahrer doch nicht, ich kann doch zwei Buchsen haben. Nissan baut das nämlich so. Die Technik darüber ist XML über eine IP-Verbindung über GreenFü, das ist ein System zur Aufmodulierung des Datenstroms auf der Gleichspannungsleitung. Da steht, wo man das Protokoll kaufen kann, DIN-Spec 70121 beim Beuth Verlag, so dick. Und darin sind Verweise auf viele andere Sachen. Im CCS-Ladesystem gibt es meines Wissens bisher praktisch gar nichts als Open Hardware oder Open Software. Bezahlen. Den Strom muss man inzwischen auch bezahlen. Die Pionierzeit, in der der Strom kostenlos war, ist vorbei. Hier sind mal Zahlungsmedien für Schleswig-Holstein. Das sind eindeutig zu viele. Die Schlüssel habe ich abgedeckt, damit mir hier keiner ein Foto macht und die Schlüssel nachkopiert. An so einem Gerät kann man dann zahlen, da sind einfach drei Stecker dran. Das meiste sind RFID-Karten, es gibt tausende davon. Eine Geschichte aus Elmshorn, wie kriegt man die RFID-Karte für die zwei Stromtankstellen in Elmshorn? Man fährt mit seinem Verbrennerauto werktags tagsüber zu den Stadtwerken Elmshorn, um sie dann mit seinem Verbrennerauto nach Hause zu fahren, damit man danach abends, wenn man wirklich mal fahren will, sein Auto in einem Zaun aufladen kann. Das ist doch irgendwie absurd. Daher mein Wunsch an das Publikum, kann man das nicht mit einer App machen? Ich war leider beim Vortrag der Leute von NFC-Gate nicht da, aber das müsste doch eigentlich gehen. Einzelne Hersteller machen Apps. Vor allem das System rund um RWE funktioniert nur mit Apps. Die hat meines Wissens noch keiner überprüft. Aus Nutzersicht ist das vollkommen abstrus. Wer hat schon mal im Regen an so einer blöden Stromtankstelle gestanden, 2-3 Minuten auf seinem Telefon rumgewischt, ist total nass geworden im Funkloch und der Akku im Telefon ist alle. Davon hängt es also jetzt ab, ob ich nach Hause komme. Das ist doch bescheuert. Und dann gibt es noch Roaming. Damit man nicht 10, 20 RFID-Karten haben muss, gibt es Roaming-Anbieter. Schön, wenn es davon mehrere gibt. Aber das ist spannend, denn Roaming heißt, jeder von uns kann, ohne eigene Stationen aufzustellen, Autostrom verkaufen. Damit werden interessante Sachen möglich. Anonymen Strom per Bitcoin bezahlen zum Beispiel. Das hätte ich gern. Bis zum 31.12. gibt es, das sage ich nur mal mündlich, bei Hubjack, das ist der unterste Roaming-Anbieter, noch ein Einstiegsangebot, wo die 5.000 Euro Einstiegskosten entfallen. Schnell zugreifen, noch 2 Tage. Also vieles ist kaputt, vieles ist wahrscheinlich noch mehr kaputt und wir wissen das nicht, aber spannende Zukunft liegt voraus. Das ist dann der Abschluss. So sieht es dann aus, wenn der Strom direkt von der Sonne ins Auto kommt. Und damit ist die Zeit um. Vielen Dank und wer Fragen hat, der kann fragen. Erstmal vielen Dank, Gunnar. Wenn ihr Fragen habt, stellt euch bitte an die Saalmikros. Wir haben Zeit für einige wenige. Fangen wir mal mit einer Frage vom Signal Angel aus dem IRC an. Die erste Frage ist, warum geht's eigentlich nicht, kann man nicht einfach mit EC-Karte bezahlen? Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Ich frage das auch immer mal wieder Leute aus der Elektroautoszene. Die sagen mir dann, die Transaktionsgebühren sind zu hoch. So eine Aufladung kostet nämlich so 2, 3, 4, 5 Euro so um den Dreh. Schade nur, dass es scheinbar einzelne Menschen in Deutschland gibt, die nicht wissen, dass das nicht geht. Deswegen gibt es auch bei den Volksbanken nämlich Stromtankstellen, die mit EC-Karte bezahlt werden können. Ist das nicht toll? Was es auch gibt, ist rund um Lörrach, das ist eine neue Entwicklung, Stromtankstellen, die mit kontaktlosen Kreditkartenzahlungen gehen. Und dann gibt es ein System, das macht der holländische Anbieter Fastnet. Da bezahlt man den Strom per Kreditkarte, aber nicht, indem man die in die Station einschiebt, sondern über eine App. Toll, da braucht man wieder eine App, aber immerhin, Fastnet baut an jede Station gratis Wi-Fi.
Nächste Frage vom Mikrofon vorne rechts, bitte. Ja, hallo. Ein kurzer Hinweis, du hattest auf deinen Folien drei verschiedene Protokolle genannt. Einmal, ich glaube, einmal hast du gesagt, RWE benutzt das IEEE 1901 als proprietäres Protokoll. Was ja, aber... Uff. Ja. Das war... Das da. Noch weiter vorne, glaube ich. Nee, noch weiter. Genau da? Hier. Ja, das. Ja, aber die IEEE 1901 ist spezifiziert den Greenfile-Standard. Das heißt, im Prinzip ist das Gleiche. Das ist kein proprietäres Protokoll, sondern es ist das Gleiche wie CSS oder die ISO 15F8 auch. Oder die DIN 70121. Und du sagtest auch, zum CCS-Protokoll gibt es keine Open-Source-Implementierung. Das ist nicht so. Also ist die Implementierung OpenV2G ist kompatibel zum CCS-Standard. Super, mit dir möchte ich reden. Wir haben noch eine weitere Frage von unserem Signal Angel. Des Weiteren, interessant zu wissen wäre, welche deutschen Autos sich mit der Konkurrenz Tesla überhaupt messen können, von dem was drinsteckt, also Akkutechnik und so weiter. Keine. Eine Ausnahme gibt es. Mercedes B-Klasse Electric Drive kann sich mit der Tesla-Technik messen, weil die bei Tesla gekauft haben. Nächste Frage, Mikrofon vorne links. Hallo, du meintest ja, es gibt in Deutschland nicht so viele E-Tankstellen, weil die so teuer wären. Kannst du vielleicht, oder so habe ich es zumindest verstanden, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, warum es in Niederlanden doppelt so viele E-Tankstellen gibt als in Deutschland zum Beispiel? Es gibt sehr wenige von diesen Schnellstromtankstellen, weil die 40.000 Euro kosten. In den Niederlanden gibt es Leute, die einfach bezahlen. Es gibt auch einen Grund dafür, der Markt in den Niederlanden ist 5-mal größer. Das sieht man an den Zahlen auf Folie 2. Ich habe hier nämlich noch ganz unten mitgebracht, aktuell Neuzulassungszahlen in Deutschland. Es sind 0,6% aller jetzt aktuell zugelassenen Autos elektrisch. In den Niederlanden ist es halt das Achtfache. Da ist die Nutzung an der Station auch einfach 8-mal so groß. Schon lohnt sich das. Norwegen ist auch spannend. Wir haben noch Zeit für eine kurze Frage. Ja, hier vorne links. Eine kurze Frage zu den Anzahlen der Tankstellen im Moment in Deutschland. Hast du da einen Einblick und wie sieht es in Europa aus? In Deutschland ungefähr 4.500. Die allermeisten davon langsamen Ladestationen mit Wechselstrom. Insgesamt ist die Versorgung mit Tankstellen in Deutschland, ja, es geht so, sage ich mal. Kein Luxus, aber irgendwie okay. Relativ schlecht sieht es aus, wenn man Richtung Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern möchte, aber insgesamt kommt man heute mit Schnellstromtankstellen von Brüssel über Deutschland bis Bergen. Aktuell nachgucken, die besten Verzeichnisse für Deutschland sind lemnet.org oder goingelectric.de, die sind am vollständigsten. So, das war's. Wir haben leider keine Zeit mehr. Vielen Dank für diesen Vortrag, Gunnar.